Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu meinem nächsten WoW Shadowlands Vorschau-Video. Die Paktfähigkeiten des Hexers, die werden wir uns heute anschauen. Allesamt extrem cool, aber ich glaube, das war beim Hexer auch nicht anders zu erwarten, dass da irgendwelche mega geilen Fähigkeiten daherkommen. Wie immer starten wir mit den Kyrianern. Ja, und hier haben wir schon mal die erste extrem coole Fähigkeit, und zwar den Geißelten Obolus. 40 Meter Reichweite, 40 Sekunden Abklingzeit, wirken in 1,8 Sekunden, verursacht sofort Arkanschaden sowie Arkanschaden im Verlauf von 18 Sekunden. Wenn ein Gegner stirbt, während er mit Geißelnder Obolus belegt ist, erzeugt ihr zusätzliche Seelensplitter. Wenn er überlebt, wird die Abklingzeit von Geißelnder Obolus sofort abgeschlossen. Heißt also im Grunde, ihr habt, egal welche Hexerspezialisierung, einen richtig netten Dot, der sofort Instant Damage macht, dann nochmal den Gegner ein bisschen zudottet, und wenn ihr es schafft, dass der Gegner auch noch stirbt, während ihr Geißelnder Obolus habt, dann bekommt ihr immer wieder eine Menge Seelensplitter. Was jetzt praktisch ist, würde ich meinen, bei einem Kampf gegen mehrere kleine Gegner, wenn ihr da immer wieder den Gegner mit Geißelnder Obolus belegt und die da der Reihe nach sterben, immer mit dem Dot drauf, dann bekommt ihr massig Seelensplitter zur Verfügung und könnt so natürlich eure besten Fähigkeiten gerade so rausbomben. Also im Grunde eine rundum gute Fähigkeit, zusätzlicher Dot beim Hexer ist sowieso nie schlecht, gefällt mir absolut top. Ja, die Fähigkeit beim Hexer, wenn er den Necrolords beitritt, heißt dann Dezimierungsblitz. Ihr werft einen Blitz aus Schattenmagie auf euer Ziel, der Schattenschaden verursacht und den Schaden eures nächsten Einsatzes von Verbrennen, Seelendieb oder Schatten- und Dämonenblitz erhöht. Der Schaden von Dezimierungsblitz sowie der Bonus für Verbrennen, Seelendieb oder Schatten- und Dämonenblitz erhöhen sich, wenn euer Ziel Gesundheit verliert. Das heißt, ihr habt einfach in eurer Rota einen weiteren sehr, sehr starken Zauber dabei, der erstens dann noch eure Standardcasts, also Verbrennen, Seelendieb, Schatten oder Dämonenblitz, also die Standardcasts von den Hexerspezialisierungen, dann auch nochmal deren Schaden erhöht, was sehr, sehr praktisch ist. Da macht ihr da schon mal mehr Damage. Der Dezimierungsblitz selber macht auch noch Schaden und der Schaden ist dann auch noch erhöht, je nachdem, wie viel Gesundheit euer Ziel hat. Das heißt, so eine Plus-Minus-Execute-Fähigkeit auch nochmal für den Hexenmeister, die kann man immer einsetzen, kann man auch immer gut timen und man erhöht auch noch den Schaden seiner Standardfähigkeiten, also rundum eine gelungene Fähigkeit, die auf alle Fälle auszuwählen ist. Also ich finde diese eine von den besten, muss ich sagen, aber das muss man natürlich dann im Spiel ausprobieren, was am besten zu einem passt. Wenn ihr als Hexenmeister aber den Nachtfall beitretet, dann bekommt ihr die Fähigkeit Seelenfäule. Eine Minute Abklingzeit, wirken 1,4 Sekunden. Lasst die Lebenskraft eures Ziels sowie bis zu drei weitere Ziele in der Nähe verdorren und fügt ihnen so im Verlauf von 8 Sekunden Naturschaden zu. Also hier haben wir schon wieder mal einen kleinen Dot. Außerdem trifft eure Fähigkeit Blutsauger zusätzlich alle Ziele, die von eurer Seelenfäule betroffen sind, und verbraucht kein Mana. Also, wir haben wieder mal einen kleinen Dot, der eben insgesamt 4 Ziele treffen kann, sofern 4 da sind. Also das wir anvisiert haben, plus 3 weitere, bekommen für 8 Sekunden Naturschaden. Und zusätzlich ist der Blutsauger, also unsere Fähigkeit Blutsauger, dann eigentlich eine AOE-Fähigkeit, könnte man meinen. Denn wenn man jetzt 4 Ziele mit diesem Dot getroffen hat oder bei denen der Dot halt dann tickt, dann werdet ihr auch mit dem Blutsauger in dieser Zeit 4 Ziele gleichzeitig treffen. Also rundum eine ganz nette Fähigkeit. Muss ich jetzt sagen, gefällt mir die von den Kyrianern und Necrolords etwas besser, aber das wäre dann auch wieder meiner Meinung nach auszuprobieren. Da kann ich mir jetzt persönlich noch nicht so viel drunter vorstellen, wie gut die Fähigkeit dann wirklich im Kampf sein wird. Ja, und die Wenfire, die bieten unserem Hexmeister die Fähigkeit Drohende Katastrophe an. 30 Meter Reichweite, 1 Minute Abklingzeit, wirken in 1,8 Sekunden, beschwört eine Wolke chaotischer Anima, die sich auf den anvisierten Gegner zubewegt und Gegnern auf ihrem Weg Schattenschaden zufügt. Wenn die Anima ihr Ziel erreicht, explodiert sie, wodurch alle Gegner in der Nähe mit einem zufälligen Fluch belegt werden und Schattenschaden erleiden. Also wir können, wenn man die Fähigkeit gut einsetzt,
eine Menge Damage verursachen, wenn ihr die da durch eine Mobgruppe durchjagt und das anvisierte Ziel ist ganz am Ende, dann macht ihr da schon mal mega viel Damage. Habt ihr mit eurer Fähigkeit das anvisierte Ziel eben getroffen, dann werden nochmal ganz gemütlich ein paar Flüche verteilt, weil der Hexer bekommt ja zum Beispiel den Fluch wieder zurück, wo die Nahkampfangriffszeit eurer Gegner um 20% verlängert wird und so weiter. Also das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Ich glaube auch, dass wenn man die Fähigkeit richtig einsetzt, jetzt im Single-Target ist sie vielleicht nicht so praktisch, aber auch hier wieder AOE-technisch, wenn man das Ganze richtig timet und richtig einsetzt, glaube ich, dass die drohende Katastrophe eine der stärksten Fähigkeiten des Hexenmeisters sein wird. Ja, hier an dieser Stelle muss ich einfach mal wieder gestehen, dass der Hexenmeister an Fähigkeiten absolut nicht enttäuschen wird in Shadowlands, glaube ich. Egal welchem Pakt man beitritt, hier habe ich das erste Mal wirklich keinen absoluten Favoriten, wie ich es bei den Videos zuvor hatte. Also jeder, der von euch Hexer spielt, der kann sich meiner Meinung nach auf eine geile Paktfähigkeit freuen. Irrelevant, welchem Pakt er dann schlussendlich beitreten wird. Also von meiner Seite her, wählt, was ihr wollt. Der Hexer wird so oder so eine Menge Spaß machen in Shadowlands, glaube ich. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin, alles Gute, euer Tradikilles.